Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Als erstes heute gucken wir genau ein Jahr zurück. Dann besucht man die Kollegen auf Ida Mar. Und zuletzt seht ihr, was die Barjungs drauf haben. Viel Spaß wünsche ich euch. Und weil wir hier alle optimistisch bleiben, deshalb erinnern wir uns jetzt mal, was wir eigentlich alles machen. Und da gucken wir heute genau ein Jahr zurück, gehen zu den Schiffen und dann zeigen wir euch mal, was wir vor genau einem Jahr alles Tolles zusammen erlebt haben. Viel Spaß! Heute ist der 22.11. und wir nehmen euch mit und schauen mal, was genau vor einem Jahr auf unserer Route lag. Leinenlos für Throwback Sunday. Aida Cara ist an diesem Tag auf See, gerade erst die grüne Insel La Palma verlassen und nun schon auf dem Weg zu den Azoren. So ein Seetag ist herrlich entspannend, oder? Aida Aura dagegen ist seit ein paar Wochen unterwegs auf Weltreise. 117 Tage rund um die Welt, was für ein einzigartiges Abenteuer. An diesem Tag sind wir in Argentinien auf dem Weg zu den süßen Pinguinen und Seelöwen Patagoniens. Die so in freier Natur zu erleben, ist schon einzigartig. Sogar beim Ablegen haben uns die Seelöwen noch mal besucht. Wir sagen Tschüss zu diesen lustigen Tieren. Meine Tour geht zu den Darkview-Wasserfällen. Dort haben wir die Möglichkeit zu baden und nehmen ein leichtes Mittagessen zu uns, bevor es dann zum Schnorcheln geht, entlang der Szenen von Fluch der Karibik. Danke, liebe Kerstin. In karibischer Atmosphäre haben unsere Gäste am 22.11. einen entspannten Tag verbracht und sind sogar von Delfinen verabschiedet worden. Hallo und herzlich willkommen hier im sonnigen Dubai. Heute geht es für uns hoch hinaus und zwar zum höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa. Mit dem Aufzug geht es für unsere Gäste schwindelerregende 124 Stockwerke nach oben. Mit diesem atemberaubenden Ausblick verabschieden wir uns aus dem Orient und schauen mal, was unsere Aida Nova zu bieten hat. So, hallo zusammen erstmal. Bei unserem Ausflug haben Sie die Möglichkeit, einmal die kleine, wunderschöne Insel, die achte kanarische Insel, zu besichtigen. Die Zeit ist hier stehen geblieben. Es gibt hier auf La Graciosa keine asphaltierten Straßen, keine Hotelanlagen, keine Shoppingcenter. Also man hat hier wirklich noch ein richtig schönes, uriges Feeling. Wer mal ein bisschen entschleunigen will, entspannen will, die Ruhe genießen will und weg vom großen Trubel will, der ist hier genau richtig. Das war ganz toll. Am Anfang ein bisschen kalt, aber dann super warm. Herrlich. Lohnt sich reinzugehen. Wir sind jetzt schon das fünfte Mal auf Lanzarote. Also, aber jedes Mal ist ein anderer Blickwinkel und jedes Mal ist es schöner. Wunderschön ist es auch in Indonesien. Selamat datang di Surabaya. Welcome to Surabaya. Wir sind hier beim vierköpfigen Buddha. Aida Vita liegt vor der Insel Java. Beeindruckende, bunte Tempelanlagen laden zum Verweilen ein. Zurück in Europa mit Aida Mar besuchen wir Gent und probieren natürlich köstliche Pralinen. Ja, der Ausflug heute war super. Wir haben wunderbares Wetter gehabt. Wir waren in Gent unterwegs, sind spazieren gegangen und haben dann gesehen, wie Pralinen hergestellt werden. Es ist eine schöne Stadt,
mit ganz vielen alten Gebäuden, also war toll anzuschauen. Und die Schokolade, die war sehr lecker. Unser letzter Besuch bringt uns zu Aida Bella nach Vietnam. Wir sind mit dem Boot unterwegs in dieser einzigartigen tropischen Landschaft. Diese Aussicht hier, die Sonne, das Meer, die Stille, Perlen. Also wir hätten was verpasst, dann war das jetzt nicht gut. Danke, dass ihr mitgekommen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt seid ihr dran. Was habt ihr gemacht vor genau einem Jahr? Habt ihr noch Fotos? Dann freuen wir uns riesig, wenn ihr sie hier unten postet. Und jetzt besuchen wir die Kollegen auf Aida Mar und begleiten sie beim Abschließen. Were we blind to see what is worth living? We just couldn't be, but what we need is giving. You're the right man I found. We just have to stop that fight, and if there's Und wer sagt denn, dass man hier beim Moderieren nicht immer was lernen kann? Flair Bartending kommt als nächstes. Ich sag mal so, ihr werdet erleben, wie unsere Bartender zu Akrobaten werden. Ein herzliches Hallo hier aus dem Beachclub von Aida Perla. Unsere Kollegen aus dem FN-Team haben etwas ganz Besonderes für den heutigen Abend vorbereitet. Und zwar die große Flair Bartending Show, die Sie hier im Hintergrund schon in Teilen zu sehen bekommen. Die Kollegen sind fleißig am Üben, bereits seit Tagen. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich das Ganze jetzt mal anzuschauen. Viel Spaß! 3, 2, 1, go!
Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und ich freue mich auf euch nächste Woche. Bleibt gesund. You have